Hallo und willkommen bei König von Deutschland. Ich bin Dario Donato, 35, Comiczeichner und Autor. Und diese Episode heißt Frauen am Rande oder Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs. Was habe ich hier aufgeschrieben? Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ein Rat für werdende Mütter oder Familien. Ja, tatsächlich. Was habe ich jetzt als Comiczeichner und Autor für einen Rat für kommende Mütter und Familien? Also, folgendes. Ich habe eine kleine Zeichnung. Dazu gehen wir schnell auf den Boden. Und ich hoffe, man erkennt es gut. Das ist hier mein Skizzenblatt. Genau, das ist hier, da habe ich das aufgezeichnet, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich sag, ihr habt so eine Mutter und dann habt ihr unten das kleine Kind und das mittlere Kind und der Mann, der zählt auch als Kind. Und die haben alle irgendwas und die wollen irgendwas von euch. Und die ganze Zeit habt ihr den Stress und ihr müsst putzen und aufstehen und alle verpflegen. Und dann müsst ihr euch um den Kleinen kümmern und um den Mittleren kümmern. Und ihr wollt aber nicht, dass der die ganze Zeit vor der Glotze hockt. Und ihr wollt nicht, dass der die ganze Zeit nur im Lego spielt. Und der Mann will auch irgendwann essen. Dann sagt ihr, ich koch doch. Und dann sagt sie, nein, du kochst nicht. Du machst die Küche nicht sauber. Ich mach das. Und dann macht die Frau alles immer selber. Und dann, wenn ihr geschieden seid und je mehr Kinder ihr habt, desto schlimmer wird das. Und dann müsst ihr noch arbeiten gehen oder wollt arbeiten gehen, weil ihr seid eine Frau und ihr habt natürlich auch Talente und Passionen und Träume und ihr wollt auch diese Dinge ausüben, die ihr in euch spürt. Also wollt auch eine gute Arbeit geben und vielleicht auch ein bisschen Geld zu verdienen oder verdienen. Aber selbst wenn der Mann arbeiten geht, dann kann es auch manchmal die Situation sein, dass der Mann die ganze Woche nicht zu Hause ist oder arbeiten ist und er kommt dann nach Hause und dann sagt, so, jetzt nimmst du die Kinder und ich mach was für mich. Und dann sagt er, oh, ich bin aber auch müde, ich hole ja die ganze Zeit die Kohle ran. Und dann sagt er, ja, aber ich kümmere mich die ganze Zeit um die Kinder. Und dann sagt er, ja, aber ich hole die Kohle ran. Und dann sage ich, ich verlasse euch oder. Da gibt's immer diesen emotionalen Druck. Und auch auf meiner Zeichnung, was da so schön zu sehen war, wenn ihr so einen 4-Personen-Haushalt habt oder einen 3-Personen-Haushalt, je mehr Personen ihr habt, es kann auch harmonisch ablaufen. Ich wünsche auch, dass es harmonisch abläuft. Aber wir reden hier von einem System und wir nennen das dieses Familiensystem und wo die Schwächen dieses Familiensystems liegen. Die Schwäche, finde ich, liegt daran, dass ihr sozusagen wenige Personen habt, vor allem jetzt in der Corona-Situation, bräuchtet ihr, und es wird sehr, sehr schnell klar, dass ihr auch andere Leute braucht in eurem Leben, mit denen ihr euch austauscht. Das ist sehr klar. Also als Mutter braucht ihr auch andere Mütter oder Freundinnen oder auch andere Freunde oder auch andere Männer oder auch andere Kinder. Und Kinder können auch nicht immer mit den Geschwistern, weil der eine will was, dann will der andere was und dann zanken die sich die ganze Zeit und denen ist auch langweilig. Manchmal gehen die sich auch gegenseitig auf den Sack. Und Kinder brauchen auch andere Kinder, Kinder brauchen auch andere Erwachsene. Männer brauchen auch andere Männer, können auch anderen Kindern helfen, können auch anderen Frauen helfen. Deswegen habe ich hier praktisch dann eine zweite Zeichnung gemacht. Und auf der zweiten Zeichnung seht ihr, wie zum Beispiel zwei Mütter mit zwei Kindern. Ich fokussiere mal mit der Nase. Okay, hat geklappt. Also, und auch Väter. Dann könnt ihr zum Beispiel diese zwei Väter, also oben hier mit diesen Strichen, können dann zum Beispiel so Väterzeugs machen. Und die Mütter können Mütterzeugs machen. Und die Kinder können Kinderzeugs machen. Im Gegensatz zu dem hier. Ich fokussiere wieder mit der Nase. Okay, hat nicht geklappt. Aber auf jeden Fall, ihr seht, das hier ist diese jetzige Situation und die verursacht eventuell Stress. Ich sage nicht, dass diese kein Stress verursacht, aber ihr habt weniger Druck oder ihr könnt mehr Druck ablassen. Oder der Druck verteilt sich gleichmäßiger. Und das ist das Familiensystem, das ich euch rate aufzubauen. Beziehungsweise es könnte auch ein Freundschaftssystem sein. Es könnte einfach so sein, dass ihr, wenn ihr wisst, ihr werdet schwanger, ihr zieht in die Nähe von Freunden, ihr wisst, ihr könnt das Kind ab und zu abgeben, ihr wisst, eure gute Freundin wohnt nebenan, ihr wisst, euer guter Kumpel wohnt nebenan. Einfach, dass ihr Anlaufstellen habt, auch dass die Kinder Anlaufstellen habt. Ich weiß, im Moment wegen Corona ist alles gesperrt, aber wenn ihr zum Beispiel einen größeren Haushalt habt
wo ihr sagen könnt, das ist familienähnlich und ich weiß, diese Blutsverwandtschaft ist schon wichtig, aber das ist nicht alles. Also wenn ihr irgendwann mal an so einen Punkt kommt, realisiert ihr, Mensch ist Mensch, egal wo der herkommt, welche Hautfarbe der hat. Es ist schon wichtig, dass ihr ähnliche Werte habt, damit ihr eben, also ich sage nicht, dass ihr eine WG aufmachen sollt, also eine Zweckgemeinschaft, aber zum Beispiel eine Wohngemeinschaft mit Leuten, mit denen ihr leiden, also die ihr leiden könnt, das würde die Sache sehr viel einfacher machen. Oder kommt jetzt die Straße, okay, gehen wir da mal wieder weg. Ja, das ist so der Tipp. Und wenn ihr mich dann fragt, ja, was hast du für eine Ahnung? Dann, ich weiß, ich habe eine Schwester und die berichtet mir manchmal und ich sehe manchmal Dinge, aber ich sehe auch andere Eltern und Mütter und ich habe auch Bücher gelesen und ich bin vor allem auch ein bisschen aufgewachsen in so einem Haushalt, wo Dinge etwas knapp waren und Leute knapp waren. Und ich habe aber auch Kinder und Erwachsene gesehen, die eben in Haushalten oder in, wie sagt man, die Möglichkeiten hatten, manchmal auch mehr Leute sozusagen anzusprechen. Und es ist doch klar, wenn ihr jetzt ein kleines Kind habt und ihr seid der einzigste Ansprechpartner, wisst ihr manchmal nicht alles, habt ihr nicht immer alles parat, habt nicht immer die Energie. Und wenn sich das verteilt, ist es sehr viel besser. Auch so praktisch als Mutter, wenn ihr sozusagen dann mal krank seid, ihr dürft ja gar nicht krank sein, weil wer kümmert sich dann um die Kinder, egal ob das kleine oder große Kinder sind. Der Mann ist ja dann wahrscheinlich, weil ihr das Arrangement so getroffen habt, sowieso dann arbeiten. Sollte aber auch oder könnte auch anders aussehen. Könnte sein, dass der Mann zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert und die Frau Geld verdienen geht. Es gibt ja auch durchaus Frauen, die ein krasseres oder höheres Einkommen generieren können als der Mann. Ihr seht, das ist mein Tipp für heute. Der Titel Frauen und Mütter. Am Rande des Nervenzusammenbruchs, vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit. Ich hoffe, dass die Welt ein bisschen näher zusammenrückt. Ich denke, dass auch Wohnen, also Zusammenwohnen oder Zusammenleben, Corona-Niesen, nein, das ist, glaube ich, Heuschnupfen. Ich glaube, dass auch irgendwie das Zusammenleben wieder anders sein müsste. Im Moment werden die Immobilien so gebaut, dass ihr eben da diese Einzellerfamilien reintun könnt. Aber das sind für mich keine stabilen Systeme. Ich will euch jetzt nicht angreifen. Die meisten von euch haben jetzt so eins. Das ist nur ein Rat, ein gut gemeinter Rat. Ihr könnt den auch einschlagen, ausschlagen und sagen, was habe ich schon für eine Ahnung? Was weißt du schon? Und da habt ihr recht. Ich weiß eigentlich nichts. Aber ich wollte trotzdem mal meinen Senf dazu geben. Also, ciao. Und schaut euch das an. Wie schön es hier ist.